Ich grüße euch mit einem freudigen Hallo! In meinem letzten Video vom 21. Mai hatte ich euch von den Prognosen der Schutzengel für 2020 berichtet. In den kommenden Veröffentlichungen werde ich euch sagen, was dein Schutzengel alles für dich tun kann. Heute werdet ihr erfahren, wie er deine Lebensfreude und deinen Optimismus stärkt und bewahrt. Dein Schutzengel begleitet dich von Geburt an als lichtvoller Hüter bis zum Ende deiner Lebenszeit auf Erden. Er liebt dich bedingungslos und gibt dir Kraft, Freude, Schutz und vieles mehr. Dein Schutzengel ist im ewigen Licht, das in deinem Sinne leuchtet. Er bewahrt dich und gibt dir Zeichen, wenn du ihn rufst. 2020, das Jahr des Mondes, unter intuitiven Führung, in dem wir die Wege gehen, die vorgesehen sind. Hast du schon einmal deinen Schutzengel gespürt? Er zeigt sich durch ein Signal an deinem Körper. Zum Beispiel spürst du Wärme auf deiner Schulter oder ein Kribbeln am Hals. Vielleicht aber auch ein wärmendes, starkes Gefühl im Rücken. Es ist ein Gefühl wie die Anwesenheit eines guten Freundes. Wichtig ist, dass du die Aufgaben deines Schutzengels verstehst. Manchmal fühlst du dich alleingelassen und unbeschützt. Dann denkst du, wo ist bloß mein Schutzengel? Und du beginnst zu zweifeln. Doch es ist nicht seine Aufgabe, dich vor Verletzungen und Erfahrungen zu schützen. Es ist deine Aufgabe, dich vor negativen Erlebnissen zu bewahren. Du musst deinen Lebensweg gehen und du musst ihn erfüllen können. Begreife, dass der Schutzengel nur eingreift, wenn es der göttliche Plan vorsieht oder du dich an ihn wendest. Eine Frage: Wann hast du dich das letzte Mal an deinen Schutzengel gewendet? Wenn du ihn rufst, musst du dir Zeit nehmen, um in die Stille zu gehen und seiner Botschaft lauschen. Anschließend kannst du dich daran halten und das tun, was du empfangen hast. In diesem Jahr hast du die wundervolle Gelegenheit, dich mit ihm zu verbinden, um deinen Optimismus und deine Lebensfreude zu stärken. Das bringt dir die Leichtigkeit zum Glück und die Energie in dein Leben. Am besten, du richtest dir eine Schutzengelecke ein oder trägst das Symbol deines Schutzengels bei dir. So wirst du ständig seine Energie spüren. Am besten, du nimmst dir morgens oder abends vor, dich mit deinem Schutzengel zu verbinden, damit er dich in all deinen Lebenslagen führen und begleiten kann. Ich sage dir, wie du ihn rufen kannst. Lieber Schutzengel, behüte und beschütze mich. Lege deine Flügel des Schutzes um mich. Leite und führe mich. Mein Schutzengel, Dank sei dir. Glück und Segen jetzt und hier. Wenn du das nicht schaffst, ruf mich an. Ich helfe dir sehr gern. Ich helfe dir sehr gern dabei und freue mich auf dich. In lichtvoller Liebe, eure Deria.